15 neue Monde in Super Mario Odyssey. In dieser Mod kommt eine komplett neue Tropenwelt in das Spiel, die ich heute gemeinsam mit euch komplett anschauen will. Direkt hinter der Odyssey finden wir Mond Nummer 1. Zwei weitere Monde finden wir direkt beim Kettenhund. Einen davon müssen wir auch erst aus dem Stein heraussprengen. Danke, lieber Dog! Ein sehr schönes Detail ist auch, dass wir auf diesen Pilzen hüpfen können. Nachdem wir einen weiteren Mond im Wasser gesammelt haben, gingen wir zum Leuchtturm, denn der sieht echt verdammt episch aus und da befindet sich auch ein Mond. Die nächsten 6 Monde liegen entweder auf Palmen oder im Wasser oder einfach an Land herum und für den 7., den wir dann noch einsammeln, müssen wir 4 Goombas stapeln und auf den passenden Knopf stellen. Und bevor wir die letzten 3 Monde holen, müssen wir einfach nochmal kurz die wunderschöne Aussicht genießen. Für den drittletzten Mond müssen wir auf diesem Pilz die Mondmedaillen sammeln, für den vorletzten auf diesen Palmen die Noten und der letzte Mond, den habe ich einfach auf dem Stein übersehen. Beim nächsten Mal gucken wir uns das Süßigkeitenland an, also abonniert gerne, denn da gibt es vielleicht auch